Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der Weinstock wächst, der Weinstock der Kirche Jesu Christi, frische Reben. Und wir dürfen dies feiern heute mit euch, liebe Sarah Schatkowski, liebe Frau Professorin Auger, lieber Stefan Brückner. Wir feiern Ordination und wir sind dankbar, dass wir Gottesdienst feiern dürfen hier in der Johanneskirche im Kirchenkreis Reinickendorf. Und die Gemeinde, die hier sitzt, ist viel größer, denn einige sind zugeschaltet über das Internet. Ein herzliches Willkommen Ihnen. Besonders begrüßen wir in unserer Mitte Herrn Israel von der Landessynode, der uns die Lesungen halten wird. Wir begrüßen, das ist jetzt ein inneres Fest für mich, in seiner Gemeinde, unseren Bischof, Dr. Christian Stäblein. Er ist ein großer Kommunikator, viel unterwegs und deshalb ganz selten hier bei uns in der Gemeinde als Prediger. Schon nur einmal waren Sie hier, da waren Sie noch Propst. Also wir sind dankbar. Und wir begrüßen in Ihrem Sprengel, das gilt nämlich hier auch im nördlichsten Zipfel, unsere Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein. Nun, lasst uns feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe,
Wir wollen den Psalm gemeinsam beten für diesen Gottesdienst und wir wollen es so halten, dass die Taufsteinseite mit mir beginnt und die Kanzelseite mit unserer Superintendentin Beate Hornschuch-Böhm die eingerückten Verse liest. Gott, du erforschest mich und kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Meine Gedanken durchschaust du von ferne. Gott spricht, im Blick zurück und im Blick nach vorn gilt meine Zusage, ich bin da. Gott, mein Innerstes gebildet, deine Augen sahen mich schon im Mutterleib. Meine Tage waren in dein Buch geschrieben, bevor ich war. Gott verspricht, in der Fülle deiner Aufgaben, in deinen Begabungen und ihren Grenzen gilt meine Zusage, ich bin da. Gott verspricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott verspricht, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Zu hoch sind mir deine Gedanken, zahllos wie der Sand am Meer. Schau her, prüfe mein Herz, wie ich's meine, und führe mich auf dem Weg der Ewigkeit. Gott verspricht, in der Freude deines Erfolges und im Schmerz deines Versagens gilt meine Zusage, ich bin da. Gott verspricht, ich will dich sehen. Der Predigttext für diesen Gottesdienst und für den morgigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel. Paulus stand nun mitten auf dem Areopag und sagte: Ihr Leute von Athen, ich sehe, wie religiös ihr in jeder Hinsicht seid. Denn als ich hier umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Inschrift der unbekannten Gottheit. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Gott hat die Welt und alles in ihr gemacht, herrscht über Himmel und Erde. Gott wohnt nicht in von Händen gemachten Tempeln, lässt sich auch nicht von Menschenhänden versorgen, hat nichts nötig, gibt doch selbst alles Leben.
Atem und alles. Gott macht aus einem einzigen Menschen das ganze Menschengeschlecht, damit sie sich überall auf der Erde aufhalten, bestimmt die für ihren Aufenthalt festgesetzte Zeiten und bestimmte feste Grenzen. So sollten sie suchen, ob sie wohl Gott ertasteten und fänden. Ist Gott doch nicht ferne von einem jeden von uns? Denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie es auch welche sagen, die bei euch gedichtet haben, wir sind göttlicher Herkunft. Weil wir nun göttlicher Herkunft sind, dürfen wir nicht meinen, dass göttliche gleiche Gold oder Silber oder Stein einem Gebilde menschlicher Kunstfertigkeit und Einbildungskraft. Über die Zeiten der Ignoranz nun hat Gott zwar hinweggesehen, fordert aber jetzt die Menschen überall auf, dass sie alle umkehren. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um an ihm die Menschheit gerecht zu richten, durch einen Mann, der dafür bestimmt und gegenüber allem ausgewiesen ist, weil Gott ihn von den Toten auferstehen ließ. Als sie vom Auferstehen der Toten hörten, spotteten die einen und die anderen sagten, darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus von ihnen weg. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, darunter auch Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, sowie seine Frau namens Damaris und weitere mit ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da kommt und der da ist. Jesus Christus, der Auferstandene. Amen. Liebe Festgemeinde, liebe Pfarrerin Auger, liebe Pfarrerin Schatkowski, lieber Pfarrer Brückner, seit 50 Jahren stets eine Hilfe, weil man weiß, was kommt, aber auch nicht so richtig. Seit ziemlich genau 50 Jahren geht es sonntags mittags etwa so. Lach- und Sachgeschichten, heute mit Bäumen, die in den Himmel wachsen, mit der Frage, wie die Nuss in die Schokolade kommt, mit ganz besonderen Schwestern, mit Käpt'n Blaubär auf großer Fahrt und natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Diese 5 Jahrzehnte alte Masche des kleinen
Sendungsüberblicks für die Sendung mit der Maus hilft, dass die Sehenden ein Geländer haben, nicht ganz durcheinander kommen. Und nimmt trotzdem nicht die Spannung, im Gegenteil. Seit 50 Jahren, das ist doch was. Also Predigt zur Ordination heute mit zwei Pfarrerinnen und einem Pfarrer, mit 6 Punkten, die dazugehören und die eigentlich 2x3 sind, mit ziemlich viel Rumlaufen und doch sicherem Stand, mit einem offenen Geheimnis und mit der Botschaft der Botschaften. Mit dem Moment, wo die Maus keinen Faden abbeißt und mit dem Kind, das sagt, war doch klar. Und natürlich mit Paulus und den Griechen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Sie sollen natürlich nicht das Gefühl bekommen, Sie seien im Sonntagskinderprogramm gelandet. Obwohl ich öfter höre und es selbst auch so erlebt habe, dass die Sendung mit der Maus am liebsten von Erwachsenen geguckt wird. Naja, anfangen tue ich natürlich aus einem anderen Grund so, nämlich um zu vermeiden, dass wir, also genauer, dass ich mich heute verliere. Ist ja so viel Schönes auf einmal. 2 Pfarrerinnen und ein Pfarrer, öffentlich berufen, das ist ein Fest, darum sind wir hier. Weil etwas öffentlich wird, was sich lange angebahnt und nun auch schon eine Weile seine Bahn genommen hat, ist ja wahrlich nicht Ihr erster Tag. Herr Brückner ist hier in Frohnau schon zu Hause. Frau Schatkowski im Wedding in Cornelius und Pfarrerin Professor Dr. Auger im Amt für kirchliche Dienste. Also, Ordination macht etwas öffentlich laut, was schon ist. Macht dabei die Freude laut, dass sie da sind. Das feiern wir. Heute mit 2 Pfarrerinnen und einem Pfarrer mit 6 Punkten, die dazugehören. Die ersten 3. Paulus auf dem Areopag. Und ich übersetze mal mitten in der Hoch- und Alltagsreligiosität der Welt damals. Ein ganzes Potpourri von Altären und Göttern, die meisten bestimmte, aber eben sicherheitshalber auch noch ein Altar für den Unbestimmten, die unbestimmte, unbekannte Gottheit. Weil, wer weiß, was uns in Wahrheit noch bestimmt, wen oder was man vielleicht noch im Auge haben oder besänftigen muss. Eine echte religiöse Alltagsfrage. Was habe ich falsch gemacht, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist? Was haben wir als Gesellschaft falsch gemacht, als Weltgesellschaft, welchen unbekannten Gott, welche unbestimmte Göttin haben wir womöglich übersehen? Die der Langsamkeit, dass man nicht meinen darf, alles immer schneller, eiliger, globaler? Oder die der Achtung vor der Kreatur, die man nicht zusammenfärcht und vernutzt, bis die Viren überspringen? Paulus auf dem Areopag am Altar der unbekannten Gottheit und der tiefen, unbestimmten religiösen Frage, die Ihnen, liebe Frau Auger, liebe Frau Schatkowski, lieber Herr Brückner, allerorts begegnen wird, ob bei den Jugendlichen in Frohnau, ob bei den Weiterbildungen an der Universität oder im Amt für kirchliche Dienste, ob bei den Generationen im Wedding. Wie reagieren, wie antworten Sie? Wie Paulus? Wie Paulus? 2x3. Zuerst das 1x3 der Bewegung, rumlaufen, Standpunkt einnehmen, reden. Das ist die Schrittfolge auf dem Areopag. Das ist die Schrittfolge der Pfarrerin mitten in der Welt. Erstens rumlaufen. Pandemiebedingt ja vielleicht sowieso das Beste, was man machen kann, rausgehen, Welt angucken. Menschen begegnen, wo die Aerosole nicht schaden. Rumlaufen ist eine Urgeste dieses Berufs. Nicht nur praktisch auf Pilgerwegen, bei Nachtwanderungen, auf Jugendfreizeiten oder auf dem Weg durch die Gemeinde, wo es vielleicht am schönsten ist, wenn man die Pfarrerin einfach auf dem Weg antrifft, weil das Anliegen, das man besprechen wollte, ja, wäre ich jetzt nicht extra für ins Büro gekommen, aber wo ich Sie hier treffe, wissen Sie, morgen muss ich ins Krankenhaus, Darmspiegelung. Ich überlege schon, ob ich was falsch gemacht. Na, wird schon nicht sein.
ob Sie für mich beten können. Ich meine, Sie haben doch eigentlich einen guten Draht. Ach, ich habe schon so lange nicht mehr gebetet. Ich weiß nicht, wie das geht, aber Sie wissen doch, wie das geht. Rumlaufen. Sich bei den Alltagsfragen an den scheinbar unbekannten Gott treffen. Rumlaufen und so ins Gebet genommen werden. Rumlaufen. Auch, sage ich mal, in den Gedanken der anderen. Ein Seelsorgegespräch ist ja nichts anderes als ein langer Gang durch die Welt des oder der anderen, vorbei an den bedrohlichen Dämonen und den vielen Göttern und Götzen, den inneren Sätzen, die da rumstehen, wie Statuen. Ich muss etwas leisten. Oder ich will der beste Schwiegersohn sein. Oder ich will immer für dich da sein. Aber ich schaffe das nicht. Genüge ich dann noch? Geschieht mir dann nicht recht, was mir geschieht? Rumlaufen zwischen den inneren Statuen, oft genug auch zwischen den eigenen. Und dann, zweitens, irgendwann stehen bleiben. Paulus steht mitten auf dem Areopag, so beginnt es heute, erkennbar, ansprechbar, dialogbereit, weil mit eigenem Standpunkt. Und zwar mit einem, der anschlussfähig ist, weil der Standpunkt im Lauf der Welt, im Lauf und Laufen der Welt abgelauscht ist. Nicht der Welt nach dem Mund, aber verständlich, verstehbar. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. Das zu sagen ist gut, wenn es gut geht, ist es keine geistliche Vereinnahmung, keine geistliche Anrempelung, weder im Seelsorgegespräch noch auf dem Marktplatz noch in der Schule. Es ist das offene, aber standpunktgesättigte Deutungsangebot des christlichen Glaubens, wofür sie stehen. Und zwar situativ auf das ausgelegt, wozwischen sie rumgelaufen sind. An welchen Altären sie so vorbeigekommen sind. Naja, das klingt jetzt schick gedrechselt. Es kommt natürlich auf die Konkretion an. Was ihr nun, ohne es zu erkennen, verehrt, das verkündige ich euch. Oder anders, was du oder du an tiefer Sehnsucht nach Leben spürst, das hat einen Namen. Gott Schöpfungsgeist, Gott Versöhnungsmacht. In ihm, in ihr leben und weben und sind wir. Das Wissen, dass niemand sich sein Leben selbst verdankt oder verdienen muss. Was ihr nun, ohne es zu erkennen, verehrt, nämlich diese Kraft, dass das geht, Leben ohne sich selbst zu verdienen, also frei, das verkündigen sie. Standpunkt. Man sieht Paulus so vor sich, wie er der Zeltmacher sein Zelt unter den Gebildeten auf dem Areopag aufgeschlagen hat. Und sich auf die wunderbare Poesie der Bildung einlässt, der Menschen dort. Die Poesie, die immer wieder davon erzählt, eine andere werden zu dürfen, womöglich. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mehr so Zufall, aber in den letzten Monaten habe ich einige sogenannte Coming-of-Age-Romane lesen dürfen. Die haben so tolle Titel wie Blackbird, Heartland, Gespenster von Demmin. Welche Sehnsucht der Jugend darin, aber nicht nur der Jugend werden zu dürfen, wenn man sein mag oder in Gottes Namen werden soll, werden will. Identitätsfragen. Identitätspolitik, all das spielt in unserer verunsicherten Welt eine riesige Rolle. Wer bin ich? Die vielleicht häufigste Frage am Altar des unbekannten Gottes: Wer bist du? Wer bin ich? Und dann der Standpunkt des Zeltmachers auf dem Areopag: Du bist der, den Gott gewollt hat. Du bist die, die in Gott lebt, durch sie atmet, durch sie zu sich kommt. Du bist frei. Rumlaufen, Standpunkt einnehmen. Bewegung 3, frei reden. Voll frei da hineinreden, wo es wirkt. Nein, liebe Geschwister, das wissen Sie, frei meint für mich nicht ohne Manuskript, das habe ich ja auch, das sehen Sie. Da bin ich durchaus Fan von, dass man vorbereitet und einen Gedanken bei sich hat. Am Zettel hängt es nicht. Aber gucken wir Paulus zu, er redet sich so rein,
dass er sich schließlich frei, also mit Macht, mit Vollmacht redet. Von Umkehr und Gericht, von Erlösung und Auferstehung der Toten. Aus dem Standpunkt wird Mission nicht im instrumentellen Missionieren oder gar zwingen, wie so viele immer noch meinen oder davon reden. Kein Du musst jetzt aber um Himmels Willen. Das klappt auf dem Markt der Möglichkeiten und der Religion nicht mehr und ging nie gut so. Aber aus dem Standpunkt wird eine Mission mit Vollmacht. Freireden von dem, der durch den Tod mitgeht. Das ist der dritte Schritt in der Bewegung, vielleicht auch in jeder Predigt. Jedenfalls da, wo man ernsthaft glaubt, dass religiöses Reden etwas ändert. Rumlaufen, erst in den Gedanken und Ängsten und Fragen und Göttern, dann Standpunkt zum Deuten anbieten, schließlich in der Rede selbst. Ja, in der Rede selbst geschehen lassen, worum es geht. Was für ein Beruf, in dem das die Aufgabe ist. Okay, mit vielen Zweifeln dabei, brauche ich wahrscheinlich nur anzudeuten. Manchmal wie ständiges Abhetzen oder Rumstehen und nirgendwo richtig ankommen. Manchmal den anschlussfähigen Standpunkt nicht finden und manchmal sich beim Reden nicht frei machen, sondern bloß vergaloppieren. Sie wissen schon, was ich meine. Also einmal drei und die Reaktion, dann das zweite Mal drei. Spott, immer wieder, klar, Auferstehung der Toten, lächerlich. Die Welt zählt die Toten, täglich tun wir das, müssen wir, ist unsere Pflicht, Auferstehung, lächerlich, sagen die einen zum Zeltmacher. Komm, schlag woanders deine Zelte auf. Vielleicht bald mal wieder, gute Frau, guter Mann, das sind die Zweiten. War interessant, Ihnen zuzuhören, heißt es dann am Ausgang. Konnte sie akustisch ganz gut verstehen, oder? Ey, cool, bis bald vielleicht. Freundliche Distanz, nett, nett Sie kennenzulernen, Frau Schatkowski, Herr Brückner, Frau Auger. Echt, für jemanden, der gläubig ist, sind Sie ja ganz okay. Irgendwie so die Reaktionen, die Zweiten. Oder eben Dionysios und Damaris ändern ihr Leben, schließen sich an. Der Geist hat gewirkt. Liebe Geschwister, alle drei Reaktionen sind wunderbar. Nicht nur die letzte, der scheinbare Erfolg, nee, auch der Spott. Wunderbar. Und die freundliche Distanz. Alle drei sind ja in uns. Und das offene Geheimnis? Und das offene Geheimnis, da sind wir im Grunde schon dran vorbei. Haben Sie mitbekommen, dass sich einstellt, wovon die Pfarrerin, der Pfarrer spricht, wovon Sie sprechen, dass sich das unter Ihren Worten einstellt, Sie verstehen. Das Geheimnis der Aufgabe der Predigt, des Glaubens, Worte, die machen, was Sie sagen, die jetzt werden lassen, was da in Vergangenheit aufgeschrieben wurde. Heute was? Einem jeden, einer jeder von Ihnen ist Gott nah. Alle meine Worte ja nur, damit das unter allem wahr wird. Und also mehr hätte ich eigentlich nicht sagen müssen. Einem jeden, einer jeden von Ihnen ist Gott nah. Das ist die Kraft dieses Tages und Ihres Berufs, dass das passiere, was Sie sagen. Nicht, weil Sie es wollen, nicht mal, wenn Sie es wollen. Zwingen kann das keiner und keiner, so Gott will. Und die will. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wieso eigentlich nicht? Welche Maus? Unsere Maus vom Anfang, von vor 50 Jahren, keinen Faden? Was ist das für eine Redensart? Es gibt mehrere Erklärungen, was das meint. Ich nehme mal die eine, wie ich finde, schönste. Es sei der Ausspruch von Schneiderinnen und Schneidern, also fast Zeltmacherinnen und Zeltmachern, die damit sagen wollen, bei mir ist ihr Stoff gut aufgehoben, bei mir gibt es keine kleinen Nager, die die Fäden anknabbern. Bei mir, bei Ihnen beißt die Maus keinen Faden ab, also übertragen, bei Ihnen ist Gottes Wort gut aufgehoben. Das Rumlaufen, das Geradestehen, das Freiwerden lassen. Wovon Gottes Wort spricht.
Predigt zur Ordination heute mit zwei Pfarrerinnen und einem Pfarrer mit 6 Punkten, die dazugehören und die eigentlich 2x3 sind, mit ziemlich viel Rumlaufen und doch sicherem Stand, mit einem offenen Geheimnis und mit der Botschaft der Botschaften, mit dem Moment, wo die Maus keinen Faden abbeißt und mit dem Kind, das sagt, war doch klar, ja? Welches Kind? Das sagt, war doch klar. Hast du doch alles vorher verraten. Stimmt. Nichts, was sie nicht wussten. Nichts, was sie, liebe Gemeinde, nicht schon vorher wussten. Aber immerhin mit ein paar Lach- und Sachgeschichten, mit Paulus und den Griechen und vor allem jetzt mit ihnen für die nächsten 50 Jahre. Na gut, arbeiten müssen sie wohl nicht so lange. Aber die Ordination gilt lebenslang. Also wünsche ich mal 50 Jahre mindestens. Und nun läuft, beißt die Maus keinen Faden ab. Seid gut aufgehoben bei Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Durch die Taufe aufgenommen in die Kirche. Zum einen Glauben berufen, bekennen wir den einen Gott. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir ordinieren jetzt diese Schwestern und diesen Bruder mit Gebet und Auflegen der Hände zum Dienst der öffentlichen Verkündigung und erbitten dazu den Beistand des Heiligen Geistes. Hört Gottes Wort zum Dienst der Verkündigung. Im Johannesevangelium im 15. Kapitel heißt es: Ich bin der wahre Weinstock und Gott ist meine Gärtnerin. Jeden Zweig an mir, der keine Frucht trägt, nimmt sie weg, und jeden, der Frucht trägt, reinigt sie, damit er noch mehr Frucht trägt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie der Zweig aus sich selbst keine Frucht tragen kann, wenn er nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige. Die in mir bleiben und ich in ihnen, die tragen viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Alle, die nicht in mir bleiben, werden hinausgeworfen und wie die Zweige und vertrocknen, und sie werden gesammelt und ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, bittet, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Dadurch erstrahlt Gottes Glanz, dass ihr voll Frucht tragt und meine Jüngerinnen und Jünger seid. Wir hören nun den Ordinationsvorhalt, und Sie dürfen sich auch wieder setzen. Liebe Gemeinde, aus der Heiligen Schrift hören wir, welchen Auftrag und welche Verheißung Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat. Durch die Taufe seid ihr alle zum Zeugnis und zum Dienst in der Welt berufen. Der Erfüllung dieses Auftrags dient alle Arbeit in der Kirche. Christus beruft einzelne Glieder der Gemeinde zu dem besonderen Dienst der öffentlichen Verkündigung. Liebe Geschwister, zu diesem besonderen Dienst werdet ihr nun ordiniert. Ihr werdet berufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist, und der Gemeinde mit Taufe und Abendmahl zu dienen, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat.
In Gottesdienst, Seelsorge und Unterricht sollt ihr am Aufbau der Gemeinde mitwirken, für die Einheit der Kirche eintreten und zum Dienst in der Welt ermutigen. Die Heilige Schrift ist Quelle und Richtschnur eures Auftrags. Das Bekenntnis der Kirche und das Gespräch mit den Schwestern und Brüdern werden euch im Glauben stärken und euch helfen, das Wort Gottes heute recht zu verkündigen. Nehmt dankbar an, dass die Gemeinde eure Verkündigung an der Heiligen Schrift prüft und euch mit Zuspruch, Rat und Mahnung hilft. Achtet die Ordnungen unserer Kirche. Wahrt die seelsorgerliche Schweigepflicht und das Beichtgeheimnis. Helft den Menschen im Glauben, dankbar zu leben und getröstet zu sterben. Gebt keinen verloren. Tretet vor Gott und vor den Menschen für alle ein, die euren Beistand brauchen. Nehmt selbst Seelsorge in Anspruch und vertraut euch im Gebet Gott an. Verhaltet euch so, dass euer Zeugnis nicht unglaubwürdig wird. Bei eurem Dienst steht ihr in der Gemeinschaft aller, die in der Kirche mitarbeiten, und werdet begleitet von der Fürbitte der Gemeinde. Unsere Kirche verpflichtet sich, euch in eurem Dienst beizustehen. Auch wenn euch Zweifel und Enttäuschung anfechten, wenn euch Verzicht und Leiden auferlegt werden, gilt euch die Zusage unseres Herrn Jesus Christus. Er sendet euch. Er steht zu seinem Wort. Er führt seine Gemeinde zum Ziel. So frage ich euch und bitte euch drei, dafür aufzustehen und die Assistierenden gerne dazu. Professorin Dr. Ulrike Auger, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? Ja, mit Gottes Hilfe. Stefan Brückner, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? Ja, mit Gottes Hilfe. Sarah Schatkowski, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso frage ich euch, die Ältesten, die Mitarbeitenden, die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden und Organisationen, in denen die Geschwister ihren Dienst tun, und bitte euch also aufzustehen, die ihr jetzt angesprochen seid, die Ältesten, Vertreterinnen der Gemeinden stehen hier vorne. Seid ihr bereit, diese Geschwister, die wir nun ordinieren, als eure Pfarrerinnen und euren Pfarrer anzunehmen, und versprecht ihr, mit ihnen zusammen dem Aufbau der Gemeinde zu dienen? So antwortet ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Wir antworten auf den Auftrag, den Gott seiner Kirche gegeben hat, und berufen euch im Vertrauen auf Gottes Verheißung zum Dienst im Amt der öffentlichen Verkündigung. Lasst euch mit Gebet und Auflegen der Hände segnen und senden. Wir beten. Barmherziger Gott, wir bitten dich für diese Geschwister. Gib ihnen deinen Heiligen Geist. Hilf ihnen, deine Liebe weiterzugeben in Wort und in Tat. Schenke ihnen Freude am Glauben, segne ihre Arbeit und halte deine Hand über sie. Lass ihren Dienst gelingen und lass Gott unsere Gemeinschaft wachsen. Amen. Ulrike Auger.
biblisches Wort aus Jesaja 55. Wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Pläne als eure Pläne. Und wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfallen und nicht dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken, sie fruchtbar machen und sprießen lassen, so wird das Wort, das aus meinem Mund hervorkommt, nicht ohne Erfolg zu mir zurückkehren, sondern tun, was ich will, und ihm wird gelingen, wozu ich es gesandt habe. Gott segne dich. Gott segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Friede sei mit dir. Stefan Brückner. Jesus Christus spricht: Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Zeiten. Gott segne dich. Gott segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Friede sei mit dir. Sarah Schatkowski. Mehr als alles andere hüte dir Herz und Verstand, denn von ihnen geht das Leben aus. Gott segne dich. Gott segne deinen Dienst an allen, die dir anvertraut sind. Friede sei mit dir. Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin in Frieden, und Gott gehe mit euch. Amen. Das nächste Lied möchten wir gerne mit Ihnen zusammen musizieren. Das wird so sein, dass Sie die vierte Strophe, die dort drin in dem Liedblatt bei Ihnen abgebildet ist, und den Refrain sprechen. Die erste und die sechste Strophe mit dem jeweiligen Refrain singe ich, vierte Strophe mit dem Refrain. Sprechen Sie, dass wir gemeinsam dann nochmal Gottes Segen von guten Mächten den Herrschaften hier vorne zu singen. Wunderbar geborgen, behütet euch.
Wir wollen nun Fürbitte halten. Gott, du Anwesende, unsere Umwelt, unser Planet und unser Universum stehen vor dem menschengemachten Abgrund. Ökonomische Ausbeutung und politische Korruption beherrschen den Alltag. Rassistische, nationalistische und fundamentalistische Angriffe geschehen in diesem Land. Jeden Tag sind viele sexistischer, homo- und transphober Gewalt ausgesetzt. Wegsehen kostet Menschenleben. Es gibt solche Rechtsradikale, Evangelikale, die vermeintlich dich zitieren, wenn sie andere diffamieren. Gib uns die Weisheit, sie aufzuhalten und zu entgegnen: Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes. Wir sind Kinder und haben Kinder. Für sie und uns bitten wir dich. Gib uns die Stärke, in deinem Namen Gerechtigkeit, Fürsorge und Anerkennung vehement zu fordern. Gib uns die Kraft, die nicht scharf sehen, anzustoßen, solidarisch zu werden. Menschliches Blühen ist nur möglich, wenn alle atmen können. Wir rufen zu dir. Treuer Gott, wir denken an alle, die heute nicht hier bei uns sein können, die uns oft schon eine lange Strecke unseres Lebens begleiten mit ihren Gedanken und Gebeten. In dir, Gott, sind wir alle immer miteinander verbunden.
Wir bitten dich, bewahre uns in dieser Gemeinschaft und lasse sie Stärkung und Segen für unseren Dienst sein, auf dass wir ein Segen sind. Bitte gib uns ein offenes und mutiges Herz und einen klaren Blick für alle, die uns auf unserem Weg begegnen. Wir rufen zu dir. Barmherziger Gott, wir bitten für alle, die Sehnsucht haben. Sehnsucht nach ihrem Leben vor der Pandemie. Sehnsucht danach, aus der Isolation herauszukommen. Sehnsucht nach einem geliebten Menschen, den sie vermissen. Sehnsucht nach dem Glücklichsein, weil sich Hoffnungen und Wünsche einfach nicht erfüllen wollen. Gott, wir bitten, stille unser Sehnen, beende unser Suchen, lass uns nicht länger warten, sondern lass uns da ankommen, wo wir hoffnungsvoll und geborgen leben können. Wir rufen zu dir. Lassen Sie uns gemeinsam beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, wir freuen uns über den Dienst unserer nun ordinierten Pfarrerin und unseres Pfarrers. Danken möchten wir an dieser Stelle den Mentorinnen und Mentoren in Schule und Gemeinde, die unseren Pfarrer und unsere Pfarrerinnen begleitet haben, auch den Studienleitern, Leiterinnen im Seminar, in der EGBO und überhaupt alle, die mit ihnen auf ihrem Weg waren und weiter sind. Herzlichen Dank Ihnen allen. Und natürlich möchten wir auch der Gemeinde danken, die diesen Gottesdienst heute vorbereitet und mit uns feiert. Herzlichen Dank. Wir sind nun kurz vor dem Segen. Bei Ordinationsgottesdiensten ist ja eine schöne Sache der Empfang danach. Wir werden darauf pandemiebedingt verzichten. Wir wollen aber Folgendes tun. Sie bleiben noch einen Moment sitzen, werden einem wunderschönen Orgelstück lauschen, das unser Kantor Jörg Walter spielt. Wir werden ausziehen mit den Ordinandinnen und unserem Ordinanten und Ordinierte sind es ja, müssen wir sagen, genau. Werden ausziehen und machen draußen ein Foto, sie nehmen wieder Platz. Dann kommen wir hinein und unsere Ordinierten bekommen dann ihre Urkunden überreicht. Die Ordination ist ja ein geistlicher Akt, das haben wir im Gottesdienst gefeiert, gehört, aber es ist auch ein Akt, in dem unsere Kirche als weltliche Organisation juristisch handelt und insofern bekommen unsere Ordinierten eine Urkunde überreicht vom Hochheiligen Konsistorii.
Und weil der Empfang ausfällt und so ein Sekt ja so schnell getrunken ist, haben wir uns als Gemeinde gedacht, wir werden euch als Mitwirkenden hier in dem Gottesdienst ein kleines Präsent überreichen. Wir haben in der Pandemie ein Orgel-CD aufgenommen, eine CD mit allen Tasteninstrumenten in unserer Gemeinde. Wir haben hier auch besondere Harmonien und einen besonderen Flügel, auf dem schon Albert Schweitzer gespielt hat. Jedenfalls diese CD werden Sie überreicht bekommen mit einem kleinen Booklet, mit auch ja, Geschichten zu den Stücken, kleine Arbeiten, Abhandlungen dazu. Und die CD trägt den Titel Veni Creator Spiritus, komm Schöpfer, Heiliger Geist, was Passenderes gibt es doch gar nicht zur Erinnerung an die Ordination. Und so geht und bleibt im Segen und im Frieden Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.